Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Wir sind heute am Arsch der Welt, sage ich mal. Fabi, wo sind wir hier? Himmelspagode. Himmelspagode, ja, ist mir schon klar. Hohenneuendorf. Hohenneuendorf, genau. Kenne ich nicht, war ich noch nie. Aber Himmelspagode, ist das krasseste China-Restaurant? Optisch auf jeden Fall safe. Ich habe noch nie optisch ein krasseres gesehen. Das sieht richtig aus, wie als wenn wir in, weiß ich nicht, wo wir in China wären, direkt. Ja, schon lange auf der Liste gehabt und heute mal gedacht, checken wir ab. Fabi, warst du schon mal hier? Ich habe hier mal ein Musikvideo gedreht, aber essen gegessen? War ich noch nicht. Nee, noch nicht. Okay, ich kann mich schon vorstellen ungefähr, ich will jetzt aber nicht unvoreingenommen rangehen, aber... Nee, mit Vorurteilen. Was heißt Vorurteile? Ich meine, ich habe schon bei vielen Chinesen gegessen und auch gute so. Ja, mal gucken. Ich will nicht sagen, wir checken das ab. Lass uns reingehen, die Himmelspagode abchecken. Auf geht's. So, Karte haben wir schon auf dem Tisch, wurden eigentlich nett empfangen von dem Kellner, macht einen sehr lieben, netten Eindruck, aber der Manager macht so einen ekligen Eindruck. Schöne Grüße an dich, Manager, du warst nicht so freundlich, aber egal, alles gut. Wir haben gerade erfahren, der Laden wird in 2-3 Jahren schließen, wegen Inflation, zu hohe Energiekosten, wie so vieles zurzeit in Deutschland. Sehr traurig gerade, was die Wirtschaft angeht in Deutschland. Die goldenen Zeiten sind vorbei, wa Fabi? Aber von der Karte her halt typisch asiatische Gerichte, nur dass die hier so ein bisschen außergewöhnliche Namen haben. Wie zum Beispiel betrunkenes Huhn. Das ist knusprig gebackenes Huhn mit Erdnüssen, Zwiebeln, Süß-Sauersoße. Und hier gibt es auch bei den Gerichten Schärfegrad. Einmal Chili, zweimal Chili, dreimal Chili habe ich noch nicht gesehen. Doch hier dreimal schwarzes Rind, zart gekochtes Rindfleisch mit Gemüse, Glasnudeln, Knoblauch, Chili. Sichuan-Pfeffer im Tontopf mit viel Soße serviert. Sehr scharf. Hört sich eigentlich gut an. Ja, ansonsten habt ihr hier so die typischen Hähnchengerichte, Fischgerichte, Rindfleisch, Schwein, was auch immer ihr wollt. Ansonsten auch die klassischen Nudeln mit Gemüse und Hähnchen und so eine Sachen. Hast du ein Favorite, Fabi? So chinesisches Essen? China-Nudeln, also normale China-Pfanne, ja. Eine China-Pfanne, halt eine Standard-China-Pfanne. Die kriegst du hier für 14,50 Euro. Chinesische Königshochzeit. Na, was ist das? Eierreis. Ja, ich glaube, ich nehme eine Vorspeise, eine Hauptspeise. Vorspeise würde ich sagen, Frühlingsrollen mit Glasnudeln, Winterbambus und Erdnüssen. Okay. Wer meine Sendungen verfolgt, weiß, ich bin nicht der größte Asia-Fan. Natürlich mag ich Eierreis, China-Pfanne und so eine Sachen, die klassischen Sachen. Aber ansonsten tue ich mich da schwer. Wir waren ja auch letztens in dem besten Chinesen da, weißt du noch, Fabi? Vor ein paar Monaten. Am Alex da in der Ecke. Nein, du hast auch alles vergessen, Alter. Besten Chinesen? Ja, dieser eine, der so krass bewertet war. Ach so, wo diese langen Nudeln und so gab's. Wo dieser Tisch sich in der Mitte gedreht hat. Genau. Der. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Dessert ist natürlich immer gebackene Banane, gebackene Ananas, gebackene Banane, gebackene Ananas. Ja, was haben wir bestellt? Wir haben diese schwarze Rind gekocht. Mit, soll sehr scharf sein angeblich. Aber er hat schon gesagt, europäisch scharf. Also es wird nicht scharf sein. Mit Glasnudeln, Frühlingsrollen. Dann klassisch die China-Pfanne. Und Dessert bestellen wir gebackene Ananas. Mal was anderes, war mit Honig. Ich weiß nicht, ob Ananas gebacken gut geschmeckt hat. Ich bin auch kein Freund von Pizza Hawaii oder Toast Hawaii. Geh mal Italien, sag mal Pizza Hawaii. Die stechen dich ab. Das gibt's nur hier sowas. Ich mag allgemein nicht kochen mit Obst oder so Süßes oder so. Ist nicht meins. Also auch die Süß-Sauersoße feierst du eigentlich nicht, was? Das heißt, feier ich nicht. Ist okay, ja? Sauer-Schafsuppe meinst du? Oder Süß-Sauer? Süß-Sauersoße. Ah, nee, Süß-Sauersoße gar nicht meins. Auch nicht die von McDonald's da mit Nuggets und so. Ah, nee. Bei McDonald's mag ich die Senfsoße. Hast du schon mal probiert? Ja, mir ist auch keiner gesehen, dass du Senf feierst. Ja, klar. Nach wie vielen Tagen Führerschein, Auto geschrottet? 1,5 Wochen. Ja, 10 Tage so, ja. Kommt hin, ja. Ja, passiert. Hast du schon mal einen schweren Unfall gehabt? Ja.
Autoschrott, Totalschaden? Ja. Aber nicht jetzt dein Wagen, jetzt der hier. Nee, von meinen Eltern. Ach so, von deinen Eltern. Ja. Noch mehr Panik gewesen. Das Gebäude ist echt heftig. Ich glaube, wenn es in Berlin in der Stadt wäre, würde es laufen, weil sowas gibt es nicht. Aber es ist halt sehr außerhalb hier. Das Hohen Neuendorf war das? Sehr außerhalb. Und er hat gesagt, den Laden gibt es schon seit 21 Jahren. Krass. Ich habe erst vor ein paar Jahren davon gehört. Echt? Ja. So lange wusste ich nicht. Ja. Ist jetzt auch nicht übertrieben voll besucht so am Abend. Aber ich kann mir vorstellen, dass die mit den paar Gästen hier nicht die Kosten decken. Ja, mal gucken, wie das Essen schmeckt. Ob die jetzt noch Liebe reinstecken, wenn die wissen. Der hast ja gesehen, der Kellner. Werbung brauchen wir nicht, wir schließen sowieso. Warten wir aufs Essen und gucken, was jetzt gleich kommt. So, die Frühlingsrollen. Also ich sag ehrlich, optisch nichts Besonderes. Optisch. Das ist ja nicht mal ohne dran. Geschmacklich ist okay. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Unterschied zu einer Tiefkühl-Frühlingsrolle. Wenn ich die jetzt Tiefkühl kaufe und selber frittiere zu Hause, merke ich keinen Unterschied. 100%. Knusprig auf jeden Fall. Was haben wir drin? Glasnudeln, Hühnerfleisch. Im Prinzip nicht viel, aber ist okay. Halt eine Frühlingsrolle. Aber ich habe auf jeden Fall schon bessere gegessen. So ist auf jeden Fall safe sogar. Good Friends zum Beispiel. Kantstraße. Wollten wir auch mal hingehen. Wollten wir auch schon ein paar Mal hingehen. Das ist jetzt kein Geschmackserlebnis. Aber Frühlingsrollen gehen immer. Da ist auch ganz wenig Hähnchen drin. Das ist jetzt nicht auch nicht die Welt. Frühlingsrollen ist wenigstens eine der asiatischen Sachen, die ich gerne esse. Ich schmecke wie eine Frühlingsrolle. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie mit Hähnchen zusammen gegessen. Echt? Ja, ich habe nur Veggie gegessen bis jetzt. Wie gesagt, ich bin halt auch Frühlingsrollen-Fan, ist egal welche Variante. Schwarzes Rind. Ich habe ja Schärfe Grad 3 genommen. Was kostet der Spaß? Schwarzes Rind 16,90 Euro. Und die China-Pfanne, und die China-Pfanne 14,50 Euro. Bei Good Friends fand ich geil, die haben da diese ganz dünnen Nudeln genommen und die habe ich gefeiert. Aber keine Glasnudeln. Nee, keine normale, aber so richtig hauchdünn, so richtig krass. Spaghetti-mäßig. Ja, noch dünner. Was hat da keiner gesagt? Wen haben wir hier nicht drehen lassen? Die Jendaus. Der Manager wollte nicht, dass die Jendaus hier drehen. Unverschämt, wa? Unverschämt und dumm. Die Werbung, die er sich entgehen lassen hat, ist... Ich glaube, er wusste nicht, wer die Jendaus sind. Ich glaube, die haben auch einfach zu lieb gefragt. Wie haben wir es gemacht? Wir haben uns einfach hingesetzt. Um ehrlich zu sein, ja, wir haben uns einfach hingesetzt, Kamera an, weil wir haben schon gesehen, wie der Manager drauf ist. Hätten wir den gefragt, ob wir drehen dürfen, der hätte 100% Nein gesagt. Ganz ehrlich, das Rindfleisch sieht aus wie Hühnerfleisch. Wo sind die Nudeln? Ja, ja. Boah, richtig ordentlich Knoblauch drin. Aber ich komm mir gleich in die Nase. Ganz ehrlich, ja, gut. Mhm. Sehr sojalastig, aber auch gut Chili drin. Deswegen magst du es. Fleisch ist es okay. Und sehr ölig. Öl. Alles Öl. Das ist ein Ölgericht, würde ich sagen. Aber geht klar? Das müsste dann nicht stören, oder? Aber im orientalischen Bereich ist auch sehr viel mit Öl. Ja, ja, geht klar. Bohnen drin, Lauchzwiebeln, Karotten. Schon mit drin. Ja. Cool finde ich, steht auf einer Kerze. Und warm bleiben. Ja. Ich habe mir extra ohne Sojasprossen gewünscht. Ein bisschen, so ein Tick süßlich. Aber auch viel Soja drin. Mmh.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich die einschätze. Ne? Also ich habe so ein minimales Gefühl, als wenn Zimt drin wäre. Also minimal. Ja, ist mal ein bisschen was anderes, aber im Prinzip gehen die klar, ja. Aber ich finde, für 15 Euro eine China-Pfanne ist jetzt. Ist jetzt nichts Besonderes. Man zahlt sich, glaube ich, viel für die Location, ne? Ja, mein Date hier so verbringen. Vielleicht so, ja, finde ich okay so. Aber jetzt hier Stammkunde immer regelmäßig herkommen, glaube ich nicht. Dafür gibt es zu viele gute Asiaten in Berlin. Aber so mal ein außergewöhnlicher Ausflug. Himmelspagode außerhalb, das Gebäude alleine schon. Ist vielleicht mal ein Besuch wert. Vor allem, weil es in 2-3 Jahren zumacht. Könnt ihr nochmal abchecken. Vertraut mir, bestellt euch das. Rindfleisch mit Glasnudeln. Ich finde, das ist besser als. Das ist auch okay, so wer mag China-Nudeln. Andere Frage, warum isst du keine Sojasprossen? Warum ich keine Sojasprossen esse? Weil ich bin absolut kein Sojasprossen-Fan. Ich habe nichts dagegen. Wenn die drin sind, esse ich die. Aber wenn ich mir wünschen kann, dann lasse ich die weg. Aber hat das irgendeinen bestimmten Grund? Nein, hat keinen bestimmten Grund. Kann ich dir nicht erklären. Kann man mal machen auf jeden Fall. Aber ist auch nicht so, dass du jetzt ins Auto einsteigst und wegrast. Nee, so nicht. Also ist okay. Ich habe schon schlechtere Asiatische gegessen. Ich finde es gut eigentlich so. Kann man nicht meckern. Erstmal was anderes. Ein Glückskeks. Liest du bitte vor, was da drin steht? Was steht in meinem Glückskeks? Es bestehen Aussichten auf eine aufregende Zeit für Sie. Ansonsten, ja, wir essen jetzt noch in Ruhe und warten dann auf das Dessert. Vanilleeis, Ananas, Sahne und gebackene Ananas. Mal gucken, wie das schmeckt. Ja, viel Honig kommt durch. Die Ananas ist so ein bisschen säuerlich. Aber ansonsten so geht's klar. Kann man nicht meckern. Hättest du dich schlimmer vorgestellt? Ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt. Ein Stück Ananas. Kommt natürlich geiler, so Ananas kalt. Das geht klar. Aber ich glaube, mit Eis kommt es geiler. Mhm. Hast du wie beim Hot Brownie. Dieses kalt-warm. Spielchen. Aber im Großen und Ganzen ist okay. Nachtisch geht klar. Besser als gebackene Banane auf jeden Fall. Ich bin nicht so der Bananenfan, weil ich als Kind zu viel Bananen gegessen habe. Ich finde den Honig lecker. Ich bin Honigfan. Das war's aus der Himmelspagode. Wer Bock hat, checkt den Laden mal ab. Ist natürlich ein kleiner Ausflug, wer aus Berlin kommt. Ja, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis nächste Woche. Peace.